Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Heute mit der Rettungsmission von unserem Freund, der da hinten schon auf uns wartet, gehen wir in die Höhle. Schön munter spazieren hier am Lagerfeuer entlang, ne? Süppchen hat er sich nochmal vorher gemacht. Na dann wollen wir mal schön Sprint hinlegen. Weiter geht's. Schon den Bär hätte er nicht überlebt. Kein Fall, kein Fall. So, weiter geht's. Na dann ab in die Höhle. Wasserhallengrund. Scheint auch so ein Unterschlupf zu sein, ne? Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Ja, das fällt dir ja zeitig ein, dass du keinen Mut hast, ne? Aber erstmal in die Höhle rennen. Ja, gut. Was ist das für ein Ort? Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selki-Schleier. Na gut. Dann wollen wir mal. Bald. Bis Wiedersehen. Machen wir mal einen kleinen Sprint hier durch die Höhle. Jetzt kommt die erste Herausforderung schon. Erledigt. Kommt, Kasmaran kennt den Weg. Ist doch bestimmt fallen. Ganz gemein, Strom fallen im Wasser. Das ist doch eine Falle. Gold, komm, Gold. Das Gold. Zum Glück habe ich mein Schwert dabei. Ja, zum Glück, ne? Hätte ja schief gehen können. Amans Schlüsselherbst. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das zu bedeuten hat, oder? Wir nähern uns langsam. Oh je. So. So, ersten haben wir schon mal beseitigt. Zum Glück habe ich mein Schwert dabei. Ja, zum Glück hast du dein Schwert dabei und lässt dich allein hier, eh? Das ist Gentleman-like. So, wenigstens ein bisschen Gold konnte man abstauben. Ja, das ist garantiert eine Falle. Die darf ich wieder auslösen, ne? Au. Heidewitzka. Der richtig geflecht, sag mal. So, na jetzt brauche ich auch kein X mehr. Heidewitzka. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da war noch eine Falle. Ich wollte doch bloß gucken, was da ist. Ja gut. Nehmen wir den Regenerationstrank auch, wie gesagt, immer so eine Option, die man wählen kann, ne? Bevor man jetzt hier wirklich die Tränke alle aufbraucht. Das war alles? Wir waren jetzt nur wegen dieser kleinen Schatulle da drinne? Ja, ich bin enttäuscht. Weil ich durfte die Falle auslösen, ne? Das wollen wir mal hier festhalten. Ich durfte die auslösen. Der hat sich schon im Hintergrund verzogen.
Na, ihr Lieben? Ihr Gesicht gefällt mir nicht. Na, und deins erst. Das machen wir gleich mal schöner. Ach, hier, Hauptsache du hast dein Schwert mit, ja? Mal sehen, wie sie... Oskar, krass. Na gut, dass wir den schon mal umlegen, ne? Ich hatte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Na schön, wo du überall lang rennst, ne? Einmal quer durch die Siedlung. Der Quest kommt definitiv noch. Das weiß ich noch. Ja, ach so, wir haben den schon angenommen. Naja gut, das passt ja. Das passt ja definitiv. Ja komm, da mache ich jetzt gleich noch hier die Transportkisten kaputt, wenn ich hier immer dabei bin, ne? Dann nehmen wir gleich mal alles mit, was ich kriegen kann. Oh, Dietrich. Brauchen wir. Das brauchen wir. So. Du kannst jetzt schön in deinem Wasser warten, bis ich hier fertig bin. Freundchen. Du warst ja keine wirkliche Hilfe bei deinem Abenteuer. So. Nur ein bisschen was konnten wir doch abstauben, ne? Also, ich glaube, wir haben jetzt sogar noch den Quest fertig machen können. Weil wir hätten ja sowieso hier hochgemusst, früher oder später. So, schön hinterher. Na, das sind doch die zwei Pappeneimer. Oh, was ist denn das? Unser kleiner Egan hat eine Freundin gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Ihr seid keine Feie. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feie gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Rechtmäßig vor allem. Der Schleier ist verflucht. Verflucht? Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Wo ist denn der Bruder? Ein reizender Junge, wenn auch etwas einfältig. Mein Bruder und ich mögen die Ahnungslosen und Übereifrigen. Er hätte noch so viel mehr für uns getan, wenn ihr nicht gewesen wärt. Wir lassen die. Ich mag die überhaupt nicht. Unsympathisch. Unsympathisch. Ich hoffe, das ist... Ich wusste es nicht. Woher auch? Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell? Kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Dann lebt ich glaube, wohl. Allein das wird schon eigentlich Lehrgeld genug sein, ne? Diese Blöße. Na, dass er... Ich denke mal schon, der wird jetzt gemerkt haben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und diese Blöße allein reicht schon aus. Da musst du nicht mehr sagen. So, wir haben dann noch einen weiteren Quest, ne? Ich muss mal ganz kurz schauen. Die scheinen aber woanders zu sein, ne? Ach, hier. Ah ja, ne? Wir müssen ja nochmal zu der Apothekerin dann hin. Da können wir dann ja auch schon gleich den anderen Quest mit abgeben, den wir ja noch mit angenommen hatten. So, gehen wir jetzt mal mit ihm zu Vater Dünnwell. Es ist nicht weit. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl... Eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Ihr geht definitiv nach Hause. Vielleicht ist es am besten so.
Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte. Und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Na, dann bist du doch hier in der Mission eigentlich. Dann lebt wohl. In Sicherheit, sagen wir es mal so, ne? Hallo. Bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Dolche des Tagesanbruchs. Achso, gut. Haartrück um Totenkopf-Symbol erscheint aggressiv im Tätsmod aktivieren. Aha. Ich wollte ihn gar nicht angreifen. Ich wollte ihn wirklich nicht angreifen. Um Gottes Willen, nein. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. St. Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Was für ein Buch? Welche Kunde bringt ihr? Vater Dünnwell leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitarus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Ja, dann beschaffen wir das Buch. Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitaru euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Wo ist das Buch? Die Brüder der Mission St. Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Ja, deswegen sind wir ja die, die jetzt einen Blick darauf werfen werden. Ja, also nicht als Straftat, aber der Gerechtigkeit halber. Ich fände es unfair. Wenn eine Frau da nicht mitmachen darf. Diesem verschlossenen Bücherregal enthält die Sammlung von Bruder Till, dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission von St. Odwig. Der Titel der verblichenen Bücher legen nahe des Titels literarisches Interesse vor allem anzüglich und wollüstigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du alle fehlenden Bände ausfindig machen und sie in Tills Sammlung zurückbringen, um eine Belohnung zu erhalten. Dit machen wir. So, jetzt aber zum Buch. Ist hier jemand? Nö. Taschendiebstahl und Diebstähle gelten als Verbrechen. Begehst du Verbrechen an bestimmten Charakteren, werden die Wachen auftauchen, um dich aufzuhalten. Gut. Die unter angezeigten Prozentzahl gilt die Wahrscheinlichkeit an, dass du ertappt wirst, wenn du versuchst, die einzelnen Gegenstände zu stehlen. Sei vorsichtig. 0% Wahrscheinlichkeit, dass wir erwischt worden werden. War ja sowieso keiner unter dir. Aber wir können nochmal hier nach unten gehen, weil da haben wir doch noch ein Quest. Oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und... Gibt es etwas, das ich... Kann ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Wer bist du? Was will die Rote Legion? Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas... anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde.
Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Ich werde mich darum... Gibt es keine andere Möglichkeit? Ja, ich könnte mich dem Roten ergeben, aber er würde mich nur töten lassen. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, die Männer zu töten, die mit mir fortgegangen sind. Und das kann ich nicht machen. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Dann werde ich mich darum kümmern. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugna und Itran. Ugna arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. So. Mitaru sei mit euch. Also wo die sind, hat er ja jetzt in dem Sinne schon erklärt, ja, ne? Wir bringen jetzt erstmal die Dolche zurück und müssen dann noch in die Apotheke, weil da war ja noch der andere Quest, den wir abgeben wollten. Naja, aber ich fände es jetzt unfair, nur weil sie eine Frau ist, dass sie bei diesem Orden nicht mitmachen darf. Wenn man schon sagt, in diesem Orden sind alle Kinder Gottes willkommen. Naja, dann muss man dem auch nachgehen. Dann ist auch wirklich jeder willkommen. Dann darf man da auch keine Unterschiede machen. So, und hier hast du rechtmäßig das Buch. Bei Mitaru, ihr habt das Buch der Weihe gefunden. Ich würde einen Sack voll Gold dafür geben, wenn ich das Gesicht von Vater Dünnwell sehen könnte. Er wird mir die Aufnahme in den Orden nicht länger verweigern können. Mitaru umarmt alle. Danke. Als Dienerin von Mitaru brauche ich kein Geld. Nehmt, was ich habe. Es gehört euch. Ich werde euch in meine Gebete einschließen. Musst du doch was zu essen kaufen, also wirklich. Aber gut, der Orden, der baut ja selber was an, ne? Diese verdammte rote Legion. So, ja. Oh, Moment, hier ist jetzt noch. Gegen den müssen wir kämpfen, ne? Beeilt euch, ich habe zu arbeiten. Mit Feuerholz kann ich meine Schulden nicht begleichen. Nicht in Gorhard. Delph schickt mich. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war. Und ich bin nicht überrascht. Delph würde alles tun, um seine Haut zu retten. Aber dass er jemanden für seine Schmutzarbeit anheuert, ist erbärmlich. Wenn ihr meinen Dolch wollt, müsst ihr darum kämpfen. Stahl auf Stahl. Ich konnte das früher ziemlich gut. Hat Delph das nicht erwähnt? Spielt nicht, spielt sein Spiel nicht mit. Ihr habt recht. Ich habe jahrelang versucht, meine Vergangenheit zu begraben, in der Hoffnung, mich mit ehrlicher Arbeit von meinen Sünden reinzuwaschen. Wenn ich jetzt den Blutritus durchführe, gehöre ich wieder dem Roten. Nehmt meinen Dolch, sagt ihm, ich sei tot. Denn der Ugna Otgrei, den er einst kannte, ist in der Tat von uns gegangen. Sehr gut, uns musste keiner sterben. Wenn das jetzt mit dem anderen auch noch so gut geht, ja? Das wisst ihr. Noch Itrans Dolch, dann dürfte es doch eigentlich, wenn der den unfreiwillig abgeht, eigentlich ganz gut laufen. Gut, wir gehen erstmal zur Apothekerin. Willkommen. Willkommen. Alle in Gorhard reden über die Angriffe. Es heißt, dass sich die Rote Legion in die Schatten zurückzieht, aus denen sie gekommen ist. Das verdanken wir alles euch. Ihr habt die Formel gefunden und zerstört. Ihr mögt vielleicht glauben, ihr würdet die Auswirkungen dieser Tat begreifen, aber da täuscht ihr euch. Ihr seid eine Freundin dieses Dorfes. Und von mir, Nana Hanri. Nehmt dies. Es ist nicht viel, aber es vermittelt euch einen Eindruck meiner Dankbarkeit. Wir haben eine Freundin. Und wir kriegen Lebensregenerationstränke. Ach Mensch, ich mag sie. Ich mag sie, die Gute. Und sie hat sogar Tränke. Die möchte ich definitiv haben. Alle. Gib sie mir alle. Und hast du noch? Ja, hat sie. Die nehmen wir auch. Alle. Oh,
Warte, wir verkaufen was. Können wir uns hier wieder was leisten? Nee, das wollen wir nicht verkaufen. Einfacher Heiltrank? Nö, die will ich ja behalten. Kaufte Gegenstände. Achso, das zeigt sie nochmal mit an. So. Genauso möchte ich das. Ja, den Rest kannst du behalten. Wiedersehen. Auch wenn ich jetzt Mana-Tränke halt verkauft habe. Aber als Assassine brauchst du sowieso kein Mana. Subi ist gleich hier mit drin. Das können wir eigentlich wieder löschen. Der Rest ist, der wichtig ist, ist jetzt erstmal mit drin. Sehr schön. Na gut, ich würde sagen, ich beende es an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Da gucken wir mal, ob wir den anderen Dolch noch kriegen. Ja, ihr dürft gespannt sein. Es geht auch Richtung Schildringsfeste. Da werden wir wohl auch nochmal einige Missionen antreffen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin. Euer Buddy und ciao.